Hallo liebe Teste Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Vlog-Reihe zur Sommertour 2021. Heute geht's für uns ins Minimare nach Kalkhorst. Dafür machen wir einen extra Vlog für den Tag heute. Seid auf jeden Fall dabei, seid gespannt. Für uns ist es dort der Erstbesuch. Wir sind auch schon gespannt, was uns erwartet. Wir fahren los und melden uns gleich bei euch wieder. Ankunft hier am Minimare. Wir gehen jetzt zur Kasse. Ein Tritt wird uns heute gesponsert. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ja, ihr seht jetzt hier die ersten Impressionen, würde ich sagen. Und dann melden wir uns gleich bei euch wieder. Wir melden uns jetzt doch direkt einmal zu Wort. Und zwar haben wir gerade den Tipp bekommen, uns hier die Minimare-App runterzuladen. Einfach hier mit dem gratis WLAN-Netzwerk verbinden und dann kann man sie sich hier auch kostenfrei runterladen, ohne die eigenen mobilen Daten aufzubrauchen. Mit dieser Minimare-App kann man nämlich einen Rundgang machen hier durch den Park und sowohl diese Zeitreise ja, erleben. Wir testen das Ganze natürlich jetzt für euch aus und geben euch gleich dann ein Fazit. Aber ja. Wenn man sich die App heruntergeladen hat, hat man wohl zwei verschiedene Quizarten zur Auswahl. Ja, und Tobi erzählt euch jetzt irgendwie nochmal, was man dann genau machen muss. Es gibt einmal das Quiz für Schlauberger und die Quiz-Rallye für kleine Entdecker. Ich nehme natürlich Quiz für Schlauberger. So, dann geht's los. Das waren jetzt hier Impressionen aus dem ersten Themenbereich. Der Park unterteilt sich in verschiedene Bereiche und zwar ist das jetzt hier der Entdeckerbereich gewesen. Und für jeden Bereich gibt es dann verschiedene Fragen. Zum Beispiel müssen wir jetzt folgende Frage beantworten. 1868 macht sich Familie Schröder aus Mecklenburg auf dem Weg Richtung Amerika. Schaut mal in den Text. Welchen Hafen müssen Sie ansteuern, um so schnell wie möglich auf ein Schiff nach New York zu gelangen? Antwortmöglichkeiten sind Hamburg, Wismar, Berlin und Danzig. Hinweise auf die richtige Lösung geben dann hier jeweils solche Informationstafeln, die einem dann dabei behilflich sind, die richtige Antwort zu finden. Die nächste Aufgabe führt uns jetzt hier in so ein Labyrinth. Kommt einfach mal mit. So, Tobi ist jetzt hier im Labyrinth auf der Suche nach vier Namen und er muss den Namen rausfinden, der hier nicht im Labyrinth zu finden ist. Den ersten hat er hier gerade schon gefunden. Guiding us through the dark.
Während Steffi hier gerade hinter uns an einer Quizfrage verzweifelt, wollte ich euch schon mal ein erstes Fazit abgeben. Also gefällt uns wirklich super gut, super ordentlich, super sauber, super gepflegt, die gesamte Anlage. Auch, dass es zwei verschiedene Quizze gibt, gefällt uns wirklich ganz gut. Einmal halt diese Runde für eher Erwachsene und einmal die Kinderrunde. Tobi probiert gerade die Kinderrunde für euch aus. Und auch die Gestaltung hier wirklich mega. Also gefällt uns wirklich richtig gut. Wir versuchen hier weiter das Quiz oder die Rätsel zu lösen. Und ihr seht jetzt in der Zeit wieder ein paar Impressionen. Übrigens auch ein paar Drohnenaufnahmen dürfen wir auch für euch machen. Hier in Minimare gibt es auch einen Barfußpfad, den wird Steffi jetzt ausprobieren. Ihr seht davon jetzt als nächstes mal Impressionen und danach geht es direkt weiter hier mit Impressionen von den Ministädten und Mini-Themenwelten. Wir haben jetzt hier erfolgreich das Quiz beendet in Minimare. Jetzt bekommt man wohl für ein erfolgreiches Quiz eine kleine Überraschung an der Kasse. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch an, was das Ganze ist. Immer. Das war jetzt unser Besuch in Minimare in Kalkhorst. Wie gerade schon gesagt, hat uns wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ist wirklich ein Erlebnis für die gesamte Familie. Natürlich haben wir uns auch noch das Maskottchen wieder geholt. Ja, und für uns geht es jetzt entweder zurück nach Grömitz oder aber alternativ noch zu so einer Adventure-Minigolf-Anlage. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir sind jetzt wieder in Grömitz angekommen, haben uns doch gegen eine Runde Adventure-Golf entschieden, weil es schon so spät war und weil die Minigolf-Anlage schon extrem voll war, muss man sagen. Jetzt haben wir uns gerade im Nudelhaus Alponte wieder Pizza und Nudeln bestellt. Die lassen wir uns gleich schmecken. Die seht ihr auf jeden Fall auch einmal. Und dann melden wir uns danach nochmal wieder. Wir haben uns jetzt gestern Abend noch die Pizza schmecken lassen und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Teil der Vlog-Reihe. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abo da, würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!